geht's ja. Ich bin gerade wieder im Herbstwald unterwegs. Auf dem Schild stand ja Schlosswald, wo ich gerade hier rumlaufe. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, bis wir uns treffen zu einer gemeinschaftlichen Abendessrunde. Und deswegen laufe ich gerade ein wenig in Neuenbürg unterhalb der Burg und des Schlosses herum. Und ihr seht auch hier am Schild, dass ich wieder auf dem Westweg bin. Da oben hängt das. Und Westwegwanderer kennen diesen Aufstieg. Hier geht es nämlich hoch zur Burg. Und nach der Burg kommt das Schloss Neuenbürg. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich habe nicht so viel Zeit. Wir treffen uns gleich. Aber ein paar Minuten wollte ich mir hier diesen Wald noch gönnen, solange die Sonne noch hierher scheint. Hier kommt sie schon, die Burg. Kann man schon die Mauer erkennen. Und hier die Treppe, die hochführt. Noch ein paar wenige Stufen und ich bin oben. Hier könnt ihr lesen. Einfach auf Stopp drücken. Und jetzt geht's hier durch. Jetzt laufe ich einmal um die Burg herum. Da seht ihr die dicken Burgmauern noch. Alles schön in herbstliches Bunt gehüllt. Da sieht es alles noch viel toller aus. Heute können wir nicht rein in das Schloss, in die Burg, aber ich kann ja ein wenig hineinfilmen. Mache ich ja öfters. So. Und noch ein letzter Blick in den Schlosshof. Der beginnt gerade hier um die Ecke. Hier steht es, Schloss Neuenbürg. Westweg. Und hier ist der Schlosshof. So, das war mein kleiner Rundgang und jetzt werde ich mich wieder zurückziehen, wieder nach unten begeben,
zu unserer kleinen Veranstaltung. Dann lesen wir noch dieses Schild hier. Ja, wir sind heute alles Wanderkolleginnen und Kollegen oder auch Ex-Kolleginnen und Kollegen. Wir treffen uns hier zu einem gemeinsamen Abendessen, um ein wenig über unsere 20-jährige Geschichte zu reden und auch unseren Wanderführern, die das schon seit vielen Jahren machen, Danke sagen. Und deswegen treffen wir uns heute hier im Wanderheim in Neuenbürg. Und jetzt geht's wieder abwärts. Jetzt muss ich etwas mehr aufpassen, weil hier liegen Blätter auf den Stufen. Man kann die Stufen kaum erkennen und es könnte auch etwas rutschig sein. Aber kein Problem. Hab gute Wanderschuhe an. Und jetzt geht es auch schon wieder einen normalen Weg entlang. So, das war dieser kleine Ausflug für Neuenbürger Burg. Ihr seht ja, im Namen von Neuenbürg steckt ja das schon, Neue Burg. Da ist mit Sicherheit nicht das neuere Schloss gemeint, sondern dieses alte Ruinengebäude, das ich euch gerade gezeigt habe. So, jetzt kommt noch eine Kurve, glaube ich. So, ich sage mal ein paar Worte offiziell. Toll, dass da alle gekommen seid. Und ich hoffe, die enttäuschen uns auch nicht. Wir melden uns dann nach dem Essen nochmal vor dem Dessert. Wir haben ein bisschen was vorbereitet noch. Aber ich denke, jetzt essen wir, jetzt trinken wir was und dann machen wir den nächsten Schritt. So, wir haben uns mal getroffen, mal vor. Jetzt wollte ich eigentlich die alle vorführen, aber Werner, jetzt musst halt du dran glauben.
Und dann haben wir das dritte noch von dir selber. Und man bemerke, er hat keine deutsche, sondern eine französische Flagge. Und das würde ich sagen, machen wir mal um den Hals rum. Oh, nochmal ein Brett runter, bitte. Oh. Das ist also super. So soll es sein, das wäre seine Drohne, wenn die innen ist. Das ist also der Antrieb bei einer Drohne und der Hanna hat er seine Kamera dran. Das heißt, er kann dann mit dieser Drohne in dem rausgehen und die Bilder machen. Ich hoffe, sie gefällt das. Das muss ich selber nachkleben. Das ist ein Traum. Klappe auf. Also, ja, jetzt wollte ich natürlich nur sagen, 2004 in Bonndorf hat es übel angefangen. 2024 ist nicht beendet, sondern eine Zwischenstation. Und dazwischen sind viele, viele Stationen und sowas gewesen. Und an sich wollte ich jetzt an Annette und der Rainer noch sagen, halt, da haben zwei Leute dann gesorgt dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir ein Zimmer und ein Bett haben, dass wir nette Wanderungen haben. Da musst ja während der Wanderung immer aufpassen, dass du dein Sonntagsgesicht machst, weil du weißt ja nie, wenn ein Objektiv auf dich gerichtet ist. Und es hat angefangen so mit Fotobüchern, CDs, Diashows. Dann sind die Bilder, haben sich ein bisschen bewegt und jetzt sind sie in YouTube drin. Und hab da einfach einmal als Anerkennung was zusammenbastelt, als kleine Erinnerung. Weil ich finde, das hast du verdient. Klappe. Klappe auf. Also. Klappe zu. Ja. Okay. Ich wollte an sich ganz weit unter anfangen bei dieser Wandergruppe mit diesem zusammengewürfelten Haufen. Ich habe diesmal extra, damit es ein bisschen teuer wird, ein Rostbrot gegessen. Ja. So. Trockener soll es nicht werden, die Rede. Ich bin soweit weg. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Danke. Oh.